ist an der Zeit, etwas zu verändern. Es ist an der Zeit für mehr Menschlichkeit. Es ist an der Zeit für Liebe und Wärme in der Welt. Lasst uns an der Zeit, kommt, reicht euch die Hände. Herzlich willkommen zum ersten interaktiven Heaven Break Gottesdienst hier bei uns im schönen Breisach. Mein Name ist Niklas, das hier ist Christiane und das ist Olli. Christiane ist die Pastorin hier in unserer Gemeinde und Olli der Gemeindediakon. Wir werden durch diesen Gottesdienst begleiten und ein sogenanntes Predigtgespräch führen. Wie die meisten schon bemerkt haben dürften, ist dies hier kein normaler Gottesdienst. Hier stehen im Raum überall diverse Kameras, Scheinwerfer und es liegen Tonnen an Kabeln verstreut. Das Ganze ist deswegen so, weil wir diesen Gottesdienst live ins Internet stellen und alle, die möchten, können ihn dort verfolgen. Dementsprechend würde es uns jetzt natürlich auch interessieren, dass ihr, die ihr uns zuschaut, mal schreibt, wo ihr euch gerade befindet, damit wir sehen können, von wo uns überall zugeschaut wird. An alle hier im Saal, wir würden euch bitten, euch natürlich auch anzumelden auf der Seite www.heavenbreak.de, damit auch ihr mitmachen könnt. Die dies noch nicht getan haben, die gelben Zettel, die hier liegen, da steht alles nochmal drauf. Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise, damit wir hier auch durchstarten können gleich. Hier im Saal bitten wir euch, alle mobilen Endgeräte zumindest lautlos zu stellen, weil sonst blinkt und piept es die ganze Zeit. Und wer immer irgendwelche Impulse oder Kommentare zu dem, was hier vorne passiert, abgeben möchte, der darf das selbstverständlich jederzeit tun, in den Chat schreiben. Auch genauso geht das mit Gebeten, also wann immer ihr ein Gebet auf dem Herzen habt, dürft ihr das sofort in den Chat schreiben. Wir haben hier ein Gebetsteam sitzen, das wird während dem Gottesdienst diese Gebete, die bei uns eintreffen, beten, eine Kerze dafür anzünden und außerdem noch Fürbitten daraus erstellen, die am Ende noch gehalten werden. Genau. Um das Ganze jetzt schon mal auszuprobieren mit unserer interaktiven Chat-Software, wollen wir euch eine Auftaktfrage stellen. Und zwar lautet diese: Was gibt euch Hoffnung, wenn ihr nicht mehr weiter wisst? Wir würden euch jetzt bitten, diese Frage für euch mal zu durchdenken und in den Chat zu schreiben. Das Redaktionsteam hat sie bereits in den Chat hineingeschrieben, dann könnt ihr sie nochmal anschauen. Genau, jetzt würde ich sagen, sind wir startklar. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt hören wir Musik. Den zweiten Teil von dem Lied, was unsere Band VIPs gerade schon gespielt hat. Es ist das Lied Es ist an der Zeit, ein Original dieser Band. Der Liedtext wird hier auf der Leinwand angezeigt und im Stream auch im Chat. Viel Spaß. Auch in Deutschland sind wir gespalten. Manche sehnen sich nach früheren Zeiten, wo Leben einfach war und klare Strukturen hatte, Zeiten, in denen man lernte, was seit Generationen üblich war. Heute sieht die Realität oft anders aus, alle Optionen offen, keiner hilft mir.
werden, die nur für deinesgleichen gelten. Christen waren Fremde, Verfolgte, zwar vor langer Zeit. Rechtfertigt das Vergessen der Vergangenheit. Es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Es ist an der Zeit für mehr Menschlichkeit. Es ist an der Zeit für Liebe und Wärme in der Welt. Es ist an der Zeit, kommt, brecht euch die Hände. Wir können es sogar in der Bibel lesen. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Was gibt es da falsch zu verstehen? Fremde sind Gäste, ja, sie können Freunde werden. Zeit, etwas zu verändern. Es ist an der Zeit für mehr Menschlichkeit. Es ist an der Zeit für Liebe und Wärme in der Welt. Es ist an der Zeit, kommt, reicht euch die Hände. An alle, die den Stream zuschauen, wenn es Anmerkungen zum Ton gibt im Livestream, dann bitte das sofort in den Chat schreiben, wenn wir noch was verbessern können. Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich alles optimal einzustellen. Ja, ihr habt uns geschrieben, ihr kommt aus Balingen, aus der March, ihr schaut von La aus oder Tübingen zu, sogar aus Dieburg sehe ich hier. Schön, dass ihr alle da seid, das ist ja doch ein sehr weites Feld. Und vielleicht an dieser Stelle noch Grüße nach Eppertshausen. Dank denen haben wir das hier überhaupt erst. Die haben uns nämlich die Software zur Verfügung gestellt und sind auch heute mit dabei. Das freut uns natürlich sehr. Jetzt wird Lisa vom Gebetsteam das Eingangsgebet sprechen. Lieber Gott, durch dich sind wir heute hier, vereint traditionellen Glauben und Modernität. Mit dir in unserer Mitte bilden wir eine große Gemeinschaft. Wir beten mit Menschen von überall her. Dadurch sind wir vielleicht weit voneinander entfernt, doch dir trotzdem so nah. Danke, dass du uns durch deine Kraft und deine Liebe Hoffnung schenkst, um uns auf unseren Wegen zu stärken. Amen. Amen. Jetzt hören wir den ersten Teil des heutigen Bibeltextes. Und zwar ist das eine Paraphrase der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Gefangen. Gefesselt. Kein Ausweg. Ich stecke fest. Nur, weil ich helfen wollte. Mein Name ist Paulus und ich bin im Gefängnis. Warum? Weil die Habgier einiger Männer größer war als die Freude über eine Frau, die ich gesund gemacht habe. Ich habe ihr einen Wahrsagegeist ausgetrieben und deshalb konnte sie nicht mehr wahrsagen. Da wurden ihre Herren ganz schön wütend. Ich wurde bestohlen und geschlagen und schließlich hierher gebracht. Wie ein Schwerverbrecher sitze ich im tiefsten Inneren des Gefängnisses. Wie einem Schwerverbrecher haben sie mir die Füße gefesselt. Kein Ausweg in Sicht. Was soll ich nur tun? Ja, Paulus befindet sich in einer ausweglosen Situation. Sein letzter Satz lautet, was soll ich nur tun? Wir haben euch vorhin gefragt, was gibt euch Hoffnung? Und jetzt sehe ich, dass Ariane zum Beispiel geschrieben hat, Gemeinschaft, Freunde und Familie geben mir Hoffnung. Olli, siehst du das auch so? Ja, das habe ich gerade in diesem Überblick ganz oft gelesen, dass es vor allem Freunde und Familie sind, die natürlich in schwierigen Zeiten weiterhelfen. Und ja, ich glaube, das kann eine große Stütze sein, wenn man ein gutes Umfeld hat, das einen da vielleicht auch ein bisschen berät, wenn man in so einer schwierigen, ausweglosen Situation steckt und vielleicht mit einem auch ein paar Optionen abspricht. Hier steht,
noch Hans-Peter das geschrieben, dass nicht nur Freunde, sondern auch Musik Hoffnung geben können. Würdest du das auch so sehen? Das finde ich einen ganz wunderbaren Satz. Ja, die Musik ist einfach auch über alles Normale hinaus. Das ist eine Sprache des Glaubens, ja. Hier steht, es hat Sommer geschrieben, wenn ich mich hoffnungslos fühle, denke ich immer daran, dass es anderen Menschen viel schlimmer geht als mir. Und wenn sich vor mir eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Kannst du dazu etwas sagen? Das finde ich natürlich sehr tapfer. Wenn man von sich selber absehen kann, obwohl man selber gerade ein dickes Problem hat oder Schmerzen oder ähnlich. Schon ganz toll. Ich bin nicht so sicher, wie vielen oder ob es mir selber helfen würde, im eigenen Schmerz dran zu denken, dass andere mehr Schmerz haben. Der eine Schmerz ist der eine Schmerz und der braucht seinen Raum. Aber es ist natürlich ganz toll, wenn es gelingt, dann zu denken, und ich bin nicht die Einzige, die irgendwas Schweres hat oder der Einzige. Besteht da nicht vielleicht sogar die Gefahr? Nicht, also natürlich hat das eine gute Seite, aber ich denke, da kann auch die Gefahr bestehen, dass man sich irgendwann nur hinten anstellt und sagt, mir geht es zwar schlecht, aber anderen geht es noch schlechter. Dass man da sich selbst vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ist das nicht vielleicht auch eine Gefahr? Das ist mit Sicherheit eine Gefahr. Und ich würde da gerne das von Simone noch mit aufnehmen, die geschrieben hat, meine Kinder geben mir Hoffnung, für die muss ich Zukunft bauen und gestalten. Und ich glaube, gerade da ist natürlich dann diese Gefahr auch wieder, sich hinten anzustellen, aber auch diese klare Aufgabe, die wir hier haben, eben nicht nur für uns selber dafür zu sorgen, dass es in Zukunft gut weitergeht, sondern eben auch für die, die nachkommen. Ob das jetzt eigene Kinder sind oder halt die nächste Generation. Die nächste Generation ist auf jeden Fall sehr wichtig, das sehe ich auch so. Hier steht, das hat Miri geschrieben, die aus Südamerika zuschaut. Für mich ist es oft die Erinnerung an kleine Momente, die mir wieder Hoffnung gibt, wenn ich sie nicht mehr sehe. Kleine menschliche Gesten, die von Herzen kommen, diese Wärme und Nächstenliebe gibt Kraft. Das hat ja auch sicher was mit der nächsten Generation zu tun, gerade im Umgang mit Kindern und auch Jugendlichen erlebt man ja oft kleine, schöne Momente. Was würdest du sagen, diese kleinen menschlichen Gesten, die bringen einen ja schon weiter manchmal, oder nicht? Ja, und es ist so wunderbar, dass sie immer wieder geschehen. Gerade wenn wir sehr Schwieriges erlebt haben, frustriert sind, schwer enttäuscht wurden, dann wieder offen zu werden für die Erfahrung, dass immer wieder neues Leben wächst, dass Geschmerzhaftes oder Verletztes heilen kann, auch wenn es nicht ganz zerstört wurde. Offen zu sein für die Erfahrung, dass es trotzdem Gutes gibt, das halte ich für sehr wichtig, ja. Ich habe in der Zwischenzeit noch wahrgenommen, dass zu der Musik da speziell ein Votum ist von, den Namen sehe ich so schnell jetzt nicht, aber an jemanden zu denken, der Musik macht und dem es ganz besonders schlecht geht. Und da ist meine Hoffnung eben, dass er oder sie nicht aufhört, Musik mindestens im inneren Ohr zu hören und das, was daran heilende Kraft hat, auch aufzunehmen. Ralf hat hier geschrieben, mein Glaube hilft mir durch schwere Zeiten und Gott gibt mir Hoffnung, trägt mich durch die Krise und stärkt mich. Und wenn er mal nicht zu spüren ist, dann helfen Gespräche mit guten Menschen. Wie würdest du das bewerten, Olli? Was für eine Rolle nimmt hier jetzt Gott zum Beispiel ein für diesen Menschen, der das geschrieben hat? Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Kraftquelle. Bei Gott können wir das abladen, was wir vielleicht auch nicht bei allen unseren Mitmenschen abladen können oder sollen, weil die haben vielleicht auch bei manchen Themen an Kapazität oder auch an Kompetenz. Und deswegen ist Gott natürlich eine gute Adresse, einfach auch erstmal um abzuladen und vielleicht danach zu versuchen, eben mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Also würdest du schon sagen, Gott kann eine Option sein in einer hoffnungslosen Situation? Ja, für mich wäre Gott auf jeden Fall eine Option. Dann haben wir hier schon mal eine Antwort auf die Umfrage, die jetzt gleich im Chat kommen wird, und zwar, ist Gott eine Option? Unser Redaktionsteam wird diese Frage jetzt in den Chat posten, und ich bitte alle, die
die ihre Meinung dazu äußern möchten, abzustimmen, damit wir nachher ein Ergebnis haben können. Genau. Und während diese Abstimmung jetzt läuft, wird Christiane den zweiten Teil unseres Bibeltextes vorlesen. Apostelgeschichte 16, 25 bis 33. In dieser Situation, dass Paulus, gemeinsam übrigens mit Silas, in Gefangenschaft ist, heißt es hier: Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Gott, den unser Herr Jesus Christus uns vorgestellt hat, dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Noch in derselben Nachtstunde nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich, er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Und anschließend feierten sie ein großes Fest. Für Paulus in dieser Geschichte ist Gott also auf jeden Fall eine Option. Wir warten jetzt noch auf das Ergebnis der Umfrage. Deswegen würde ich dich vorher fragen, Christiane, ist für dich Gott eine Option? Ich möchte antworten mit einem wunderbaren Zitat von Rabindranath Tagore, also jemand, der kein Christ war, aber das so schön gesagt hat: Der Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Manchmal gibt es Situationen von Menschen, da kommt alles darauf an, ja. Und ich vertraue diesem Glauben, wie so schön der gleiche Paulus sagt: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ein schöner Satz. Auch Simone hat in unserem Chat ein Zitat von Luther geschrieben, und zwar: Beten ist, Gott den Sack vor die Füße zu werfen. Insofern ist Gott auf jeden Fall eine Option in Krisenzeiten. Würdest du das auch so sehen? Ja, das ist ein sehr schönes Zitat, das natürlich auch sehr gut ins Reformationsjahr reinpasst. Hier User 361 hat ebenfalls noch was dazu geschrieben, nämlich, dass er mit Ja gestimmt hat und Gott für ihn eine Option ist, aber dass man sich zusätzlich dennoch anderweitig Hilfe suchen sollten. Das trifft so ein bisschen den O-Ton, den wir vorher gerade mal angerissen hatten. Man kann ja nicht immer auf ein Wunder warten, dass ein Erdbeben passiert und alle Fesseln, die einen gerade umfangen, sprengt. Von daher ist das dann als einzige Option im Hinterkopf zu haben, also so Gott im Hinterkopf zu haben, vielleicht nicht hundertprozentig zielführend. Aber Gott wirkt ja sicher auch noch auf eine andere Weise, als ein Erdbeben zu schicken. Was gibt es denn für kleinere Momente, wo man manchmal auch merkt, dass irgendetwas, vielleicht nicht Gott, aber irgendetwas bei einem ist und einem ein bisschen hilft? Also da denke ich, wird auch ganz vieles in, darf ich jetzt mal so ganz klar sagen, in Kirche und Gemeinde getan. Und da sind sehr viele auch von denen, die hier sind, engagiert. Bei diesem, um einzugehen nochmal auf diesen Satz: Es ist sinnvoll, sich auch anderweitig Hilfen zu suchen. Also Kirche bietet deswegen ja ganz handfeste, konkrete Hilfestellungen an, wo Leute sich einen Rechtsanwalt nicht leisten können, dass da geholfen wird, sie kriegen einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, dass wir Beratungen in der Diakonie haben für die verschiedensten Lebensfragen und so weiter. Da zum Beispiel im Bereich von Kirche allein kann man sich schon viel suchen, aber selbstverständlich auch außerhalb von Kirche.
ist es sehr vernünftig. Glaube bedeutet nicht, dass wir aufgefordert sind, den Verstand abzuschalten und mich in die Seile zu hängen und zu sagen, der liebe Gott wird es schon richten. Völlig richtig. Sondern ganz konkret zu suchen, und dann versuchen wir auch als Kirche, soweit wir das können, all das anzubieten, was wir machen können. Es geht nicht darum, die Füße hochzulegen und auf das große Wunder, das Erdbeben, das kommt, zu warten. Das ist ganz sicher eine gute Strategie, auch selber vielleicht zu schauen, wo man ansetzen kann. Also bei Gefangenen zum Beispiel speziell, nicht? Deswegen kam ich auf Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin zuerst, dass man dafür sorgen kann, auch wenn es da äußerst schwierige Situationen gibt, wo Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen ja nicht rangelassen werden. Hier bei uns im Apostelgeschichte 16 haben wir beide Dimensionen. Sowohl die, dass es jemanden ganz alleine schlecht geht, als auch, dass es ein Geschehen ist, was viele betrifft. Andere Gefangene sind da erwähnt, die zuhören. Und das Erdbeben weist darauf hin, dass es ein Geschehen gibt, das noch einen viel größeren Bereich mitbetrifft. Kann man schon als eine Art Wunder betrachten. Aber Olli, muss denn ein Wunder immer so naturgewaltig sein zum Beispiel? Oder kann es nicht auch was anderes geben? Na, ich glaube, es muss nicht immer naturgewaltig sein. Es muss vielleicht auch gar nicht immer gewaltig sein. Ich glaube, es gibt viele Situationen, wo man erst so vielleicht auch nach einer Zeit, nach mehreren Monaten oder vielleicht auch Jahren sagt, das, was damals passiert war, war ja aus der Perspektive, die ich heute habe, ein Wunder oder war sowas Besonderes, dass es mich auf einen Weg gebracht hat, den ich wahrscheinlich ohne dieses Ereignis nicht eingeschlagen hätte. Und das, ja, das kann man dann natürlich so sehen, dass das vielleicht von Gott gelenkt ist, aber ich glaube, oft passieren auch Wunder zwischen Menschen, dass man sich gegenseitig sozusagen Wunder ist. Ganz sicher. Wir merken ja schon, dadurch, dass man sowohl auch so kleine Gesten als auch so eine riesige Sache wie ein Erdbeben, das einem zur Freiheit verhilft, als Wunder betrachtet werden kann, dass es nicht so einfach ist, immer klar zu sagen, ist das ein Wunder oder ist das kein Wunder. Lisa schreibt hier noch, es hilft, über alles reden zu können, deshalb ist Gott für mich eine Option. Das ist sicher auch gut, sich manchmal Dinge von der Seele zu reden. Das kann ja auch manchmal ein kleines Wunder sein, wenn man dadurch Last ablegen kann. Oder nicht? Würdest du das auch so sehen? Ja, unbedingt. Und dieses sich etwas von der Seele reden, wenn es nicht nur ein unaufhörliches Geplappere ist, das kann uns helfen, uns bewusst zu werden, was an der ganzen Sache das größte Problem für einen selbst ist. Aber nochmal weise ich gerne auch darauf hin, dass man sich etwas nicht nur von der Seele reden, sondern von der Seele singen kann. Es wird da nicht nur erwähnt, dass Paulus und Silas beten, sondern sie singen einen Lobgesang. Und das, während sie mit den Füßen im Block im Gefängnis liegen. Dagegen etwas konträr, der Beitrag von Ralf nochmal. Reden mit Gott braucht Zeit und Stille. Und der Hinweis darauf, dass das in der heutigen Zeit kostbare Güter sind. Das finde ich eigentlich ein super Hinweis drauf. Ist natürlich leicht gesagt, jetzt bete ich mal und rede mir alles von der Seele, aber allein die Zeit dafür zu finden oder sie mir auch zu nehmen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach. Und es ist, glaube ich, auch nicht mehr ja, so selbstverständlich, dass man das eben auch tut oder tun kann. Und deshalb ist es vielleicht auch wichtig, dass wir heute darüber reden, dass das eine Option sein kann. Das heißt ja nicht zu Unrecht, dass eigentlich das Wertvollste, was wir heutzutage besitzen, nicht unser Geld oder unsere materiellen Besitztümer sind, sondern Zeit. Wird oftmals gesagt, dass auch mittlerweile viel öfter Zeit sich gegenseitig geschenkt wird, wenn es daran geht, ein Geburtstagsgeschenk oder sowas zu suchen, dass man eine gemeinsame Aktivität schenkt. Von daher ist das sicher ein guter Hinweis. Miri hat ja auch nochmal geschrieben, und selbst wenn man sich nicht direkt an Gott wenden kann, er wirkt ja durch andere und kommt so zu einem in schweren Zeiten. Das ist auch was sehr Schönes. Also ich finde das sehr schön, weil auch das kann ja vielleicht ein kleines Wunder sein. Ja, sehr. Ob direkt an Gott wenden, da würde ich allerdings denken, okay, es gibt Situationen, in denen ich das tatsächlich nicht kann. Ja, das stimmt. Aber dass Gott auf jeden Fall auch durch andere wirkt, das ist eine Erfahrung, die ich nicht nur selber gemacht habe, sondern auch von Menschen aus sehr schweren Situationen berichtet bekommen habe, die eben konkret im Gefängnis waren und die keinen Zugang zu irgendeiner äußeren Hilfe bekamen. Sie hatten zum Glück, bevor die Mauern sich schlossen, mitgekriegt, dass Freunde ihnen zuriefen, wir denken an euch, wir bleiben dran.
Und dieses Bewusstsein allein, dass die anderen da draußen sind und was machen, das hat ihnen geholfen, in der ganzen Zeit nicht völlig den Mut zu verlieren. Und ich möchte hier jetzt auch mal Leute nennen, an die ich da heute ganz besonders denke. In der letzten Woche ist in der Türkei eine Gruppe von Menschenrechtsaktivisten verhaftet worden. Ja? Die Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei und andere Leute, die sich sehr stark für die Menschenrechte für andere eingesetzt hat. Die sind jetzt auch so hinter Mauern und sehr schwer erreichbar. Vielleicht hilft es auch denen, wenn wir mindestens an sie denken. Ein schönes Wort. Ich würde jetzt mal gerade beim Redaktionsteam nachfragen, wie es mit der Auswertung der Umfrage aussieht. Okay. Es scheint so, als würde das gleich soweit sein. Dann würde ich jetzt gerade hier auf den Kommentar von Olli eingehen. Ich kann mich nicht so an Gott wenden, aber ich bete trotzdem mit ihm. Was könnte man vielleicht darunter verstehen? Weil es ist für mich ein bisschen schwierig, so zu verstehen, wie, wenn man sich nicht an Gott wenden kann, man trotzdem mit ihm sprechen kann. Wie würdest du sagen? Ja, vielleicht hat das so ein Stück weit auch, ja, also beten ist ja ein Stück weit auch das Einüben des Sprechens. Das ist für uns heute immer ungewöhnlich, ja, mit irgendjemandem zu sprechen, den wir gar nicht sehen können und wo viele auch mittlerweile sagen, den gibt es ja gar nicht und es bringt sowieso nichts. Und ich glaube, vielleicht meint er das damit, dass man im Prinzip, ja, also dass man nicht so das Gefühl hat, dass Gott da ist, aber man es trotzdem eben versucht und vielleicht irgendwann die Erfahrung macht, dass es so ist. Der Olli kann das so wunderbar normal ausdrücken. Darf ich dem noch ein Bibelzitat hinzufügen? Der gleiche Apostel Paulus, also es ist einfach so, dass der so viele große Worte gesagt hat, die man auswendig weiß. Der schreibt auch darüber, dass der Geist Gottes ihm denn hilft. Er sagt das so: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, wie wir beten können, wie es gut ist. Aber der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Auch ein schönes Manchmal Wort. Ist der Paulus klasse. Wir haben jetzt die Ergebnisse, das Ergebnis von der Umfrage. Und zwar haben 91% mit Ja gestimmt, Gott ist eine Option, und nur 9% für Nein. Das heißt, Gott scheint auch noch, zumindest bei unseren heutigen Zuschauern, eine Rolle zu spielen in schwierigen Situationen. Das ist ja auch was Schönes, wenn man sich diese Option noch nach wie vor beibehält. Das kann ja durchaus manchmal auch in schwierigen Situationen einem helfen. Olli schreibt hier auch noch, nee, Moment, Sonnenblume schreibt: Ein Wunder ist es auch, nach einem Sturz aufstehen zu können. Auch dort kann Gott manchmal vielleicht helfen, wenn man sich an Gott gewandt hat. Darf ich zur Umfrage was sagen? Ja, bitte. Denn so toll die 91% sind, und ich denke mal, dass auch viele Leute, die durchaus was mit Kirche oder Glaube anfangen, speziell sich natürlich eingeloggt haben. Aber die 9%, die ganz ehrlich sagen, nee, Gott ist für mich keine Option, die finde ich sehr wichtig. Die haben natürlich bestimmt die allerunterschiedlichsten Gründe dafür, warum Gott keine Option ist. Ich möchte einfach einladen, ob wir dazu noch einen Kommentar auch kriegen können, wenn jemand das genauer sagen kann, warum nicht. Und dann will ich mal versuchen, ob wir wenigstens irgendwas sagen können dazu. Oder vielleicht, manchmal muss man ja auch schweigen, weil etwas einfach Raum braucht und man nicht mit einer praktikablen Antwort kommen kann. Das ist so wahr. Aber gerne lesen wir einen Kommentar dazu. Okay, vielen Dank. Wir hatten jetzt ja während unserem Gespräch gerade eben schon mehrmals das Thema auch Wunder. Und sind uns da auch schon einig gewesen, dass ein Wunder nicht immer klar definiert sein kann, dass auch für unterschiedliche Menschen vielleicht unterschiedliche Dinge als Wunder angesehen werden können. Und deswegen würde uns wirklich sehr interessieren, was für euch eigentlich ein Wunder ist. Das ist jetzt die nächste Impulsfrage, die wir stellen wollen. Das Redaktionsteam wird das auch gleich wieder in den Chat schreiben. Und während wir jetzt gleich das nächste Lied hören, Land in Sicht, wieder ein Original von unserer Band, laden wir euch alle dazu ein, ein bisschen über diese Frage nachzudenken. Was ist für euch ein Wunder?
es stürmisch zu. Nicht immer geht es vorwärts, nicht immer gibt es Sinn. Stell dich deinen Ängsten, auch wenn es mal schief geht. Nutze, was du kannst, dann kannst du vieles schaffen. Land in Sicht, komm, nimm das Ruder in die Hand. Gemeinsam schauen wir nach vorn, haben die Hoffnung an Bord. Land in Sicht, komm, nimm das Ruder in die Hand. Gemeinsam schauen wir nach vorn, haben die Hoffnung an Bord. Gemeinsam schauen wir nach vorn, haben die Hoffnung an Bord. Land in Sicht, komm, nimm das Ruder in die Hand. Gemeinsam schauen wir nach vorn, haben die Hoffnung an Bord. Gott will mit dabei sein, unsere Wege gehen. Riskiert was, hab Mut, lebe deine Träume. Perspektive, Life, du bist nicht alleine. Du kannst sicher sein, jemand geht mit dir. Land in Sicht, komm, nimm das Ruder in die Hand. Gemeinsam schauen wir nach vorn, haben die Hoffnung an Bord. Land in Sicht, komm, nimm das Ruder in die Hand. Gemeinsam schauen wir nach vorn, haben die Hoffnung an Bord. Ich denke, wir können anfangen mit dem, was Anne geschrieben hat. Ein Wunder ist, wenn etwas passiert, was eigentlich nicht möglich ist. Was würdest du dazu sagen? Ist das ein Wunder? Das sind auf jeden Fall die eindeutigsten Wunder, wenn jemand beispielsweise von einer unheilbar kranken Krankheit dann doch noch geheilt wird. Oder ja, auch solche Dinge, denke an sowas wie, wenn man vom Blitz getroffen wird und das überlebt oder solche Dinge, das sind, glaube ich, solche Sachen, die man sich einfach nicht erklären kann und die würde ich dann schon als Wunder auf jeden Fall bezeichnen. Wir haben hier zum Beispiel auch von Jasmin: Für mich ist es ein Wunder, wenn eine Person kurz vor dem Tod wieder Lebenskraft bekommt und wieder gesund wird. Das ist ja manchmal auch unerklärlich in manchen Situationen. Passt auch in diese Kategorie. Oder nicht? Ja, und es geht auch mit unserer Geschichte von Leuten, die in Gefangenschaft sind, selbstverständlich auch um andere Themen. Denn das ist ja eine Geschichte, die auch im übertragenen Sinn gelesen werden will. Es geht auch um die Gefangenschaft in Krankheit. Und dann ist es, sagen wir das ganz klar so manchmal, ich empfinde das als ein Wunder, wenn jemand so wieder geheilt wird. Das ist toll, wenn jemand auch so dankbar das ein Wunder nennen kann. Und gleichzeitig hat diese Bezeichnung eine Gefahr, nämlich, wenn ich dann bei einem Menschen so ein Wunder der Heilung erlebe, bei anderen erlebe ich es aber nicht, dann könnte ich ja auf die Frage kommen, ist Gott denn ein willkürlicher Gott, der die einen gesund zaubert und die anderen nicht? Ja? Die einen dürfen das Wunder erleben oder nicht? Dann sage ich eben nein, unser Gott ist kein Zauberer. Und es ist ganz toll, wenn wir das Erlebnis einer Heilung rückbinden an Gott und dann unseren Dank an Gott bringen, indem wir das ein Wunder nennen. Aber Gott ist nicht ungerecht. Gott hat uns geschaffen. Wir sind gefährdet in unserer Natur. Das ist ganz klar, dass die Finsternis, gegen die er das Licht setzte und die er zurückdrängte, dass die Finsternis immer noch da ist. Und die ragt in Form von Krankheit, Tod, Unrecht ins Leben rein. Und unser Gott ist nicht derjenige, der es wegzaubert, sondern der uns Kraft gibt, mit dem zu leben, was kommt, auch wenn es nicht die Heilung ist. Aber wenn wir für eine Heilung dankbar sind und es ein Wunder nennen können, dann ist das ganz toll. Aber Wunder sind ja nicht nur Dinge, die man sich nicht erklären kann, sondern Anne schreibt zum Beispiel, ein Wunder ist für mich ein unfassbares Geschehnis, das mich zum Staunen bringt. Was könnte denn sowas zum Beispiel sein?
Ich glaube, davon haben wir jetzt gerade schon viele Beispiele gehört. Ich finde es tatsächlich spannend. Es hat jemand, der für Nein gestimmt hat, uns nochmal hier eine Rückmeldung gegeben. Die würde ich jetzt vielleicht gerne einfach nochmal mit reinnehmen, weil ich finde, so eine kritische Perspektive tut dem vielleicht auch ganz gut, eben, dass Gott, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Gott auch antwortet und man lieber mit jemandem redet, der real neben einem steht. Also das ist was, was ich schon ganz gut nachvollziehen kann. Es braucht auch, ja, so, ich würde es jetzt mal positiv, eine positive Verrücktheit, um an Gott zu glauben und mit Gott zu sprechen. Ja. Und im gleichen Sinne war vorhin schon ein Kommentar, mein Ding hier ist leider ausgefallen, ich habe es falsch bedient, aber ich habe vorhin noch einen Kommentar in der Richtung gesehen, dass es zu schwer ist, mit einem zu sprechen, den ich gar nicht sehen und erleben kann. Ja. Zusätzlich zu dem, was ich bei Oliver ganz richtig gesagt finde, sage ich einfach, das ist eben auch vielleicht ein Versuch wert, also einfach mal anzufangen, auch wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht, und es einfach einzuüben und das innere Ohr aufzuspannen und mal immer mal wieder zu probieren und zu warten, was kommt. Denn das ist ein Grund, warum das schon immer in allen Religionen der Welt eigentlich so gewesen ist, dass man die kleinen Menschen, die Kinder schon damit vertraut macht. Und wo Kinder etwas gezeigt und gesagt bekommen vom Vertrauen und das einüben und immer wieder darüber nachdenken, vielleicht Geschichten dazu bekommen und es mit den Erwachsenen einüben, da wächst das Vertrauen natürlich leichter, als wenn ich irgendwie, wie ich ganz anders geworden bin, plötzlich so eine Option vorgestellt bekomme. Ich denke, das ist dann einfach eine Frage, ob man es selber versuchen will, sich mal drauf einzulassen. Und dann könnte der Weg natürlich eine Zeit brauchen. Aber ich bin natürlich ganz überzeugt, dass es ein Weg ist, wo man das eines Tages dann auch merkt, dass Gott eine Option ist. Wir haben noch ganz viele spannende Dinge hier in unserem Chat. Ein Samuel Hart-Fan offensichtlich. Was wird ein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein. Aus dem Lied Privileg. Finde ich, passt auch ganz gut in unsere Diskussion, weil es aufzeigt, dass Wunder eben nicht nur diese ganz großen Dinge sind. Und vielleicht noch eine kritische Rückfrage, die ich vielleicht noch mal an Niklas zurückgeben will. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob es Wunder überhaupt gibt. Ich meine, wer entscheidet denn, was ein Wunder ist und was nicht? Das ist eine sehr gute Frage, weil meiner Meinung nach gibt es niemanden, der darüber entscheidet, was ein Wunder ist oder nicht, außer man selbst. Weil die unterschiedlichsten Situationen oder Begebenheiten können für manche Menschen was ganz Alltägliches sein. Für manche Menschen ist das so banal, dass sie es überhaupt nicht wahrnehmen. Und für andere Menschen ist es das lebensverändernde Wunder. Also ich glaube, dass Wunder etwas sind, was sehr, sehr individuell erlebt wird. Ich finde, dazu passt auch sehr schön den Kommentar, den wir hier von Sommer 17 bekommen haben. Und zwar, ein Wunder ist für mich nichts Übernatürliches. Ein Wunder kann ein Mensch sein, der in mein Leben tritt und mir durch eine schwere Zeit hilft. Ein Wunder kann ein Gedanke sein, der mich zum Umdenken bewegt. Also es muss nicht immer das große Erdbeben sein. Es gibt auch die kleinen Dinge. Das finde ich sehr schön. Ja, und gleichzeitig kann ich natürlich sagen, es gibt schon Gruppen von Menschen, die Wunder irgendwie definieren, und es ist schon so, dass es in unserer Bibel eine Art von Geschichten gibt, die Wunder genannt werden. Ne? Und wenn ich da eben hineinlese in diese Wunder, dann haben sie eben oft einen ganz vielschichtigen Sinn. Sie erscheinen manchmal wie Märchen. Also gerade die, die wir jetzt heute hier gelesen haben, das ist ja wie so ein Märchen. Ne? Da gibt es mal ein Erdbeben, bumm, ist das ganze Problem gelöst. Sie sind aber natürlich nicht als Märchen gemeint, sondern sie sammeln Erfahrungen von Menschen, die sie auch in so einem Bild beschreiben. Und da geht es dann von den ganz kleinen Dingen bis zum Erdbeben, in denen das geschieht. Ja. Ja, ich finde vielleicht abschließend noch den Kommentar von Simone, den ich ganz toll finde, weil er auch nochmal eine Perspektive reinbringt, die wir noch nicht hatten. Ein Wunder ist es für mich zu wissen, es gibt jemanden, der mir immer wieder einen Neuanfang schenkt, der mich bedingungslos annimmt, der immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Ich finde, das passt eigentlich als Fazit auch ganz gut zu dem, was wir diskutiert haben. Ja, das stimmt ganz sicher. Denn
Es ist jemand da, der nur ein Gebet weit entfernt ist, aber es ist ja nicht das Einzige, was uns als Christen ausmacht, dass wir an irgendjemand glauben, der vielleicht als bärtiger Mann auf einer Wolke sitzt. Das ist ja nicht nur das Einzige, was uns ausmacht, sondern es ist auch noch viel mehr. Nächstenliebe, Werte, Freundlichkeit. Gibt es aus diesen Überlegungen zu den Wundern vielleicht auch Konsequenzen, die wir, als die wir uns Christen nennen wollen, für uns mitnehmen können aus dieser Definitionsfindung für Wunder, was wir jetzt gerade hier erlebt haben? Ja, so wie Wunder kann man das auch mit dem Wort vom Engel ausdrücken. Einander Engel sein, nicht? Alle diese Konsequenzen. Ich glaube, das ist relativ das Einfachste, dass es klar ist, dass wir das versuchen, auch wenn es konkret zu tun schwieriger ist. Aber darauf zu vertrauen und dieses Wort vom Gott ist dann nur ein Gebet weit entfernt, das gibt dafür, denke ich, tatsächlich die Grundlage. Und dann wird das Handeln schon kommen. Ich habe dazu auch mal ein sehr schönes Bild gesehen zu dieser Thematik. Und zwar ging es da auch um Engel. Und da hatte jemand eine Menschensilhouette ausgeschnitten und eine Silhouette eines Herzens. Und dann gab es den Satz, Engel sind Menschen mit Herz. Und dann wurde das Herz auf diese Menschensilhouette draufgelegt und dann hatte man danach einen Engel, eine Gestalt mit Flügeln. Also Engel sind Menschen mit Herz und diese können kleine Wunder wirken oder auch große. Das schreibt doch Olli, ein Wunder ist ein Wunder, ob ein kleines oder ein großes. Wir können selber Wunder sein. Würdest du sagen, dass das eine Aufgabe vielleicht auch für jeden Einzelnen von uns ist? Vielleicht nur im ganz kleinen Stil? Ja, also ich glaube, wenn wir uns als Christen, und zu denen zähle ich mich nun mal, ernst nehmen, dann ist es natürlich unsere Aufgabe, uns einzubringen in die Gesellschaft, für andere Menschen da zu sein, auch mal Position zu beziehen, wenn was schief läuft in der Gesellschaft, wenn Debatten vielleicht in Richtungen gehen, die so sich nicht gehören und die so auch eindeutig der Bibel widersprechen. Ich glaube, daraus resultiert schon diese Aufgabe und dann eben, ja, Engel mit Herz war es, richtig? Menschen mit Herz, so rum zu sein, ob das dann ein Engel ist oder nicht, das ist, glaube ich, dann egal, aber dann können wir eben als Menschen Wunder für andere sein, so wie es auch Lisa jetzt hier noch in den Chat geschrieben hat. Sehr schön. Ich danke dir für dieses schöne, ja, man kann schon sagen, Schlusswort. Ich finde, das fasst das Ganze sehr schön zusammen. Wir können, jeder von uns kann ein Wunder sein für seine Mitmenschen durch ganz kleine Dinge. Somit sind wir am Ende unseres Predigtgesprächs angelangt und hören noch einmal die VIPs mit ihrem Lied Suche nach Glück. Dafür habe ich Freiheit, ich lebe so leicht, kann tun, was ich will, sein, wo ich bin, muss niemanden fragen, für mich macht es Sinn. Doch für mein Glück brauche ich mehr, doch dieses Mehr, wo kriege ich das her? Ich suche immer weiter hier und dort. Ich gebe nicht auf, darauf gebe ich mein Wort. Ich bin auf der Suche.
hör nicht auf, darauf geb ich mein Wort. Geh nicht alleine, sagst du zu mir, gib meine Hand, ich vertraue dir. Wir gehen gemeinsam, suchen das Glück, schau nur nach vorne und nicht mehr zurück. Langsam verstehe ich, was Glück ausmacht. Ich hab Perspektive, ich hab es geschafft. Ich hab Glück gefunden, ich schaue davon, kann wieder vertrauen dir und mir. Wir sind stark, das weiß ich jetzt. Ich verlass mich auf dich im Hier und Jetzt. Noch aus den Gebeten, die formuliert worden sind während des Gottesdienstes, Fürbitte halten. Ich bitte euch alle dazu aufzustehen. Herr, wir bitten dich für alle, die keine Hoffnung mehr haben, einsam oder traurig sind. Schenke ihnen neue Freude und Menschen, die sie begleiten. Herr, wir bitten dich für alle Kranken und Leidenden. Stärke und unterstütze sie und ihre Angehörigen. Herr, wir bitten dich, schenke uns Menschen, die uns ein Wunder sind, und lasse auch uns selbst Wunder für andere sein. Herr, wir bitten dich, schenke uns Hoffnung in diesen Zeiten des Terrors und der Intoleranz. Herr, wir bitten dich, fang uns auf, wenn wir gefallen sind, und hilf uns, wieder aufzustehen. Herr, wir bitten dich, sei für uns da, so wie wir auch für andere da sind. Und jetzt beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch alle, noch stehen zu bleiben. Christiane wird jetzt den Segen sprechen. Gott segne uns den aufrechten Gang, dass wir die Wahrheit erkennen und ihr zuhören, dass wir handeln, wie wir es für richtig halten, und die Gemeinschaft derer suchen, die das Recht tun wollen. Gott segne uns, die offenen Augen und offenen Ohren wahrzunehmen, was um uns herum geschieht und was unsere eigene Wirklichkeit ist, und uns ihr zu stellen in Freude und guter Erfahrung und auch in den schweren Zeiten. Gott segne uns den Mut und die Gemeinschaft miteinander und füreinander durch die Hilfe unseres Gottes da zu sein. So segne uns der Schöpfer, der Erlöser, die Kraft des lebendigen Geistes. Amen. Amen. So, bevor die Band jetzt noch das letzte Lied spielen wird, Keine Maschine von Tim Bensko, möchten wir uns natürlich ganz herzlich bei allen bedanken, die mitgemacht haben, die fleißig Kommentare geschrieben haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen, und jetzt viel Spaß beim letzten Lied der Band. An alle die bis jetzt dabei waren, ihr dürft uns sehr gerne Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge oder was euch auch immer in den Sinn kommt zu unserem Gottesdienst jetzt mitteilen, weil wir sind auch neu in diesem Geschäft und lernen das gerade erst noch. Einfach so weitermachen ist keine Option.
Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Und keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie. Es gibt noch so viel Außergewöhnliches zu erleben. Die ganze Welt steht mir offen, ich stehe wie angewurzelt daneben. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln, trete auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen. Ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Und keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie. Von Luft und Fantasie. Bis ich die Schwerkraft besiege. Werde ich nicht kapitulieren, werde ich nicht kapitulieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Ich lebe von Luft und Fantasie. Ich bin noch keine Maschine. Ich lebe von Luft und Fantasie. Noch zwei kleine Dinge zum Abschluss. Den nächsten interaktiven Gottesdienst wird es am 29.09. in Eppertshausen geben. Da steht es nämlich, das hat jemand gerade gepostet, der Ralf, um 18 Uhr dort. Und wer jetzt noch möchte, kann mit uns draußen noch was Kleines essen und trinken und reden, was so gerade passiert ist. Genau. Wann gibt es unseren nächsten?